Schubsen, Pöbeln, Drohen, Angriffe auf Feuerwehrleute nehmen zu, aber auch Lehrer, Busfahrer oder Zugbegleiter sehen sich immer öfter bedroht. Habe ich dann gerufen, Hilfe, kann mir jemand helfen? Es war niemand bereit, obwohl genügend Männer drumherum waren. Klampe, Hure oder was weiß ich, oder gesagt zu bekommen, ich warte jetzt draußen auf dich, du wirst nicht mehr heil zu Hause ankommen. Ein kleiner Auszug an Gewalterfahrungen von Menschen im öffentlichen Dienst. Auf Twitter gepostet vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Anklage und Hilferuf gleichermaßen. Diese Gewalt richtet sich nicht gegen eine Institution, gegen den Staat, sondern sie richtet sich gegen Menschen. Und zwar Menschen, die Tag für Tag, wie im Fall des Ordnungsamts, auf der Straße ihren Kopf für andere, nämlich für die Gesellschaft hinhalten. Eine Studie im Auftrag des Bundesinnenministeriums ergab, 23% der befragten Beschäftigten haben bereits Gewalterfahrungen gemacht. 12% sagten sogar aus, dass sie mehrere gewalttätige Vorfälle innerhalb eines Jahres erlebt haben. Mehr Schutz und Prävention fordert der Deutsche Beamtenbund. Es geht darum, die Kolleginnen und Kollegen auszustatten mit den notwendigen Ausrüstungen. Das fängt mit Stichwesten an, das hört beim Pfefferspray noch lange nicht auf, denn die Menschen stehen in Eskalationssituationen. Und dabei wurden in der Studie Polizisten noch nicht einmal berücksichtigt, die Berufsgruppe, die mit Abstand der meisten Gewalt ausgesetzt ist.